Moin Moin meine aktiven Freunde, vor dem eigentlichen Video noch eine Info in eigener Sache. Ich weiß, das war jetzt richtig Monte-mäßig. Lass ich jetzt drin. Egal, ich nehme das Video jetzt glaube ich schon gefühlt zum dritten, vierten Mal auf, beziehungsweise den Take hier, weil ich nicht weiß, ob ich das, was ich jetzt sagen möchte, im eigentlichen Video dann auch gesagt habe oder sagen werde. Egal. Wichtige Info gleich mal im Vorhinein, damit es jetzt endlich mal raus ist. Ihr mag euch vielleicht fragen, oder manche von euch mögen sich fragen, was denn mit meinem 12-Stunden-Stream passiert ist, der am Samstag eigentlich geplant war, also letzten Samstag. Am Freitag ist leider Gottes mein Vater mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden sozusagen. Und war dann dementsprechend, wie ihr euch vielleicht denken könnt, jetzt nicht wirklich dazu in der Lage zu streamen. Also in der Lage gewesen wäre ich theoretisch schon, aber ich wäre halt mit dem Kopf überhaupt nicht da gewesen. Und deswegen habe ich den abgesagt. Die Leute, die bei mir am Discord-Server am Start sind, sowie mir auf Twitter folgen, die wissen das bereits. Nur damit ihr jetzt auch noch Bescheid wisst für alle YouTube-User etc. Ihm geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Ein paar Symptome sind immer noch ein bisschen vorhanden, wie zum Beispiel eine Sehschwäche, die er dadurch erlitten hat, beziehungsweise doch eher langsames, undeutliches Sprechen. Also da ist er auch immer noch nicht ganz bei der Höhe, aber war dann relativ schnell wieder halbwegs stabil und das ist das Wichtigste. Und deswegen kam dann kein 2-Stunden-Stream, der geplant war. Jetzt ist alles wieder halbwegs, ich sag mal, wieder okay. Und deswegen gibt es jetzt als Wiedergutmachung und als doch große Ankündigung, ab heute, also wenn ihr das Video seht, ab heute, den 1.4., das ist kein April-Scherz übrigens, gibt es ab heute eben ab 20 Uhr auf Twitch jeden Tag bis zum Sonntag einen Stream, ja, außer am Samstag, da bereits um 16 Uhr, da wird quasi der 12er nachgeholt. Wir werden sowohl Samstag als auch Sonntag werden wir WrestleMania Watch Together, und zwar mit euch, ja, mit einem Public Viewing. Ja, für die Leute, die sich jetzt fragen, okay, Public Viewing, wie geht das, Social Distancing und so, keine Angst, damit meine ich eher bei mir auf Discord. Das heißt, auf Discord könnt ihr meinen Server joinen, der ist in der Beschreibung, nur ein, zwei Klicks und ihr seid drauf, kostet nichts, ne? keine Panik oder so. Und ich werde da zwei, drei Channel aufmachen dann bei WrestleMania und da können wir zu 5, zu 10, zu 15, zu 20 gemeinsam reingehen und gemeinsam gucken. Und vielleicht findet ihr dann eventuell auch ein paar neue Wrestling-Kollegen, Wrestling-Freunde, mit denen ihr euch in Zukunft da unterhalten könntet. Ist einfach ein Versuch von mir, nachdem ihr dieser Themenanschnitt, den ich in den letzten ein, zwei Videos schon gemacht habe, bezüglich eines Public Viewings, nachdem wir ziemlich gut aufgefasst wurde in den YouTube-Kommentaren und gesagt und ihr gesagt habt, hey, wäre doch wirklich eine nice Idee, macht das doch. Deswegen, ne, jetzt hier die Ankündigung. Also eben ab heute, also ab Mittwoch bis Sonntag, jeden Tag ab 20 Uhr ein Stream für WrestleMania fürs Wochenende, dann am Samstag schon ab 16 Uhr und Sonntag, wie gesagt, eben 20 Uhr, dann für WrestleMania. Das war es im Prinzip zum Vorwort. Ich bedanke mich nochmal für euer Verständnis, auch wenn es vielleicht ein paar gar nicht gewusst haben, dass es am Samstag hätte einen Stream geben sollen. Jetzt wisst ihr es. Und noch eine schöne restliche Woche. Der Hype für WrestleMania ist nicht ganz so da, wie ihr dann wahrscheinlich im Video selbst hören werdet. Ist so ein bisschen eine kleine Rant-Ausgabe, eine Rant-Preview, wo ihr mich da wahrscheinlich ganz gut verstehen könnt. So, jetzt ist es endlich vollbracht. Ich wünsche euch trotzdem halbwegs viel Spaß mit dem Video. Danke für jede Bewertung, für jeden Kommentar. Danke für jede Unterstützung auf Patreon. Link ist auch da in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann ab heute 20 Uhr auf Twitch. Link natürlich auch hier in der Description. Das war's mit dem Vorwort. Ab dafür mit dem Video. Viel Spaß und man sieht sich. Ciao, ciao. Und ja, ich weiß, ich sehe absolut katastrophal aus. Einen wunderschönen guten Tag. Meine lieben Jünger des Catchens, meine lieben Freunde des gut produzierten Wrestling-Sports, meine Tukont Army, whatever. Ich begrüße euch zu einem wunderbar, wunderschönen neuen Video auf diesem Kanal und ihr merkt schon diesen leicht sarkastischen Unterton in meiner Stimmlage, denn heute wird es jetzt nicht unbedingt recht freundlich zugehen, was das heute Videothema angeht. Ich möchte nämlich heute ein bisschen über WrestleMania sprechen. Na, die WrestleMania zu groß für eine Nacht, too big for one night. Jetzt trägt man es nur aus diesem Grund natürlich.
auf 2 Tage aus oder 2 Nächte, ja, je nachdem wie man es sieht. Und normalerweise wird der ganze Corona-Schmarrn jetzt nicht da sein und die ganze Card, so wie sie mal geplant war, noch so intakt sein, wie es geplant gewesen wäre. Da würde es sich um diesen heutigen oder in diesem heutigen Video um wahrscheinlich eine relativ normale Preview handeln. Ja? Weil, ne, wenn wir uns ehrlich sind, so die geplante WrestleMania-Card, ich habe mir auch hier alles nochmal aufgeschrieben, die war gut. Ah, die war jetzt nicht perfekt, aber die war zum großen Teil, war die gespickt mit potenziellen großartigen Matches. Meckes. Zum Meckes würde ich jetzt auch gern gehen. Der hat geschlossen jetzt seit auch 2,5 Wochen. Vince Batman. Matches, ja, die zum einen Teil von der Story groß glänzen könnten oder vom In-Ring-Produkt, von den Wrestlern selber, von den Champions, von der Wichtigkeit der Titel, die auf dem Spiel stehen und so weiter. Na, man hatte bei fast jedem Match so das Gefühl, hey, darauf kann man sich eine gewisse Art und Weise freuen und man konnte sich so seinen, ja, so einen Match-Favoriten irgendwie so ein bisschen raussuchen, ne? wo man sich gesagt hat, hey, auf das Match freue ich mich besonders. Den Umständen geschuldet, vor allem jetzt eben durch Corona, durch das Stattfinden von WrestleMania in einer leeren Halle im Performance Center, das bereits aufgezeichnet ist, das somit nicht live ausgestrahlt wird, ist die Stimmung ja dementsprechend bei vielen schon im Keller. Ich habe schon ein bisschen Umfragen gemacht, auch beim Discord und auf Twitter und so weiter. Der Hype ist einfach nicht da. Das habe ich auch im letzten Video schon ein bisschen dargebracht und erklärt, warum, wieso, weshalb. Ich möchte deswegen jetzt nicht zwingend darauf rumreiten, dass jetzt WrestleMania im Performance Center stattfindet, sondern vielmehr, was jetzt aufgrund auch der Tapings und warum auch, oder vor allem wegen des Coronavirus und der Nachfolgen, sich das jetzt, sich danach sich jetzt zieht, ne, die ganze Chose, mit auch Matchcard-Veränderungen und vor allem, und das ist so einer der wichtigsten Randpunkte am heutigen Tag oder im heutigen Video, wie die WWE es schafft, einfach auf die Fans zu scheißen in Sachen Ehrlichkeit, was Matchcards angeht. Kommen wir gleich zu. Deswegen wird das jetzt hier nicht wie üblich eine durchstrukturierte Preview, so, na, man bespricht so Match nach Match nach Match, sondern es wird ein allgemeines Rantfest werden. Also ich werde durchaus ein paar positive Eigenschaften dieser Mania nennen, weil, wenn wir ehrlich sind, es gibt durchaus ein paar positive Punkte, aber es gibt genug Dinge, die einem absolut unglaublich vom Bildschirm sitzen lassen, wenn man sich die Card ansieht, wie man sich ansieht, wie die WWE es geschafft hat, überhaupt dahin zu kommen und wie die WWE es auch geschafft hat, mit False Advertisement, also mit falscher Werbung, verschiedener Matchcards und eigentlich versucht für blöd zu verkaufen. Ja, aber eine Sache der Reihe nach. Ich möchte vorher mal so die geplante WrestleMania-Card durchgehen. Ne, die Card, die so vor ungefähr 6 Wochen indirekt im Raum stand. Na, das ist jetzt natürlich keine hundertprozentige legitime Card, aber so was man von vielerlei Quellen gehört hat, sollte folgende Matchcard so ziemlich unter Dach und Fach gewesen sein. Ich fange mal an zu zitieren. Wir hatten das WWE-Title-Match zwischen Lesnar und McIntyre. Das war klar. Goldberg gegen Reigns. Kommen wir später noch zu. Wir hatten John Cena gegen The Fiend. Wir hatten das Last Man Standing Match, Edge gegen Randy Orton, was auch, glaube ich, selbst bei normaler WrestleMania-Crowd ein Last Man Standing Match geworden wäre. Wir hatten AJ Styles gegen Undertaker. Wir hatten Lynch gegen Baszler. So weit, so gut. Aber ab Mid- und Undercard wird es richtig komisch. Wir hätten gehabt Bayley vs. Naomi. Wir hatten gehabt oder hätten gehabt Rollins gegen Owens. Okay, das war auch klar. Wobei da es auch im Raum stand, dass man Owens Samoa Joe zur Seite stellt und eben einem Seth Rollins hier Murphy. Wollte Buddy Murphy sagen, aber davon nenne ich mehr. Dann hätten wir gehabt, oder es, wir hätten sogar immer noch offiziell laut WWE das Triple Threat Ladder Match zwischen den Usos, Morrison, Miss und The New Day. Auch da kommen wir noch zu. Dann hätten wir gehabt den Mexican Four-Way um den US-Title zwischen Andrade, Mysterio, Garza und Humberto Carrillo.
Wir hatten gehabt ein IC-Title Fatal 5 Rematch, das relativ kurz bevor dieser Corona-Schmarrn passiert ist, auch im Raum stand, nämlich eben Sami Zayn, Nakamura, Cesaro, Bryan und Gulak, beziehungsweise alternativ Bryan gegen Gulak und eben den Freeway Zayn, Nakamura, Cesaro um den IC-Title. Das waren so die zwei Optionen. Dann Women's Tag Title Match, Kabuki Warriors gegen Bliss and Cross. Da sieht es auch noch nicht so hundertprozentig danach aus, obwohl man es eigentlich jetzt schon, ja, kommen wir auch später zu. Und dann, was auch noch interessant war, Heavy Machinery und Mandy Rose gegen Rudolph und Sonya Deville. Also Rudolph, Bobby Roode und Dolph Ziggler, ne? No pun intended an der Stelle. Oder eben geswitcht, ne? Sonya Deville bei den Faces und Mandy Rose bei den Heels. Aber das war so ungefähr der Plan. Zusätzlich noch zwei Battle Royale Matches, wie man es halt von den letzten Jahren gewöhnt war, mit wahrscheinlich dem Sieger Aleister Black, der ja mit seinem Booking bis dahin, der ja einen nach dem anderen immer wieder eliminiert hat, geblackmessed hat, wäre das eigentlich ein ziemlich safer Pick für den Battle Royale Win gewesen. Und bei den Damen hätte man wahrscheinlich eine zurückkehrende Nia Jax den Sieg bringen können, was in Anbetracht durchaus realistisch gewesen wäre, ne? Eine große Frau, ne? Schlägt sich halt gegen die anderen durch. Man hatte das zum Beispiel auch mit Big Show schon so gemacht, in dieser ähnlichen Match-Story. Man hätte auch noch eine Bianca Belair zum Beispiel, hätte man noch nehmen können, die ja bei TakeOver anscheinend nichts zu tun gehabt hätte. Also hätte ich mir auch vorstellen können, dass man sie da wie Baron Corbin einst als NXT-Star gleich mal gut debütieren lässt, indem sie gleich die Battle Royale gewinnt. Ja, wäre auch jetzt nicht verkehrt gewesen. So, wir lesen hier im Prinzip eine rundum logische, gute bis eigentlich sehr gute Matchcard. Ne? Styles gegen Undertaker, ohne den ganzen Fehlerfans, der jetzt dazugekommen ist. Styles hätte aus der Undertaker sicher was Gutes rausgeholt. Ne? John Cena gegen Fiend, auch wenn die Fehde oder der Fehdenstart ultimativ random gewirkt hat. Match selber, definitiv geil, vor allem mit den Zuschauern, ne? Mit der ganzen Stimmung, die in der Halle rübergebracht wird. Dieses Argument gilt für viele Matches übrigens bei WrestleMania. Was bekommen wir jetzt allerdings? Und Vorsicht, jetzt gibt's mögliche WrestleMania-Spoiler. Ich spoiler nicht von Ausgängen, aber für die Leute, die nicht wissen, dass krankheitsbedingt die Matchcard umstrukturiert worden ist, hier ein kleiner Spoiler an der Stelle. So, wir haben Lesnar McIntyre, as always. Dann haben wir Goldberg gegen, Vorsicht, Braun Strowman. Ja, Reigns hat sich ja selbst aus dem Verkehr gezogen, weil er gesundheitsbedingt gesagt hat, okay, ich möchte mich und vor allem meiner Familie nicht gefährden, zwecks Corona. Ich schreibe mich selbst aus der WrestleMania-Card raus, ja, und einfach zu meiner eigenen Sicherheit. Zu 100% nachvollziehbar. Gerade mit der Vorgeschichte von Roman Reigns, mit der Leukämie. Wer das nicht versteht, es gab wirklich Leute, die gemeint haben, oh, jetzt geht mehr oder weniger Roman Reigns, weil er weicher ist und Pussy und hast du nicht gesehen. Leute, geht euch ja hängen, bitte. Verpisst euch einfach. Ihr habt nicht mal irgendwie ein Anrecht dazu, eure Meinung, wie sie ihr selbst betitelt, preiszugeben. Haltet einfach die Schnauze. Wer sowas jemandem unterstellt, der offensichtlich Angst hat um sein Leben, verständlicherweise mit der Vorgeschichte, bitte verpisst euch einfach. Wollte ich nochmal hier anbringen. So, eben gegen Braun Strowman. Dann haben wir Cena gegen Fiend in einem Firefly Funhouse Match, denn es gibt ja keine Zuschauer mehr. Jetzt möchte man natürlich verschiedenste Matches, vor allem weil man nicht zu viele Wrestler am selben Raum irgendwie platzieren möchte. Jetzt macht man viele Matches ein bisschen außerhalb der Arena mit verschiedenen Location-Spots. Jetzt macht man quasi ein Firefly Funhouse Match. Wenn das wird wie das House of Horrors Match, dann gehe ich mich jetzt schon erhängen. So, dann haben wir AJ Styles gegen Undertaker in einem Boneyard Match. Das wird wahrscheinlich sowas sein wie ein Buried Alive Match, Fragezeichen. Auch hier wäre ein normales Match mit cooler Crowd sicher zehnmal besser gewesen. Lynch gegen Baszler ist weiterhin klar, guter, wirklich sehr, sehr guter Aufbau. Ähnliches gilt auch für Lesnar McIntyre. Ripley gegen Charlotte, kann man auch dasselbe sagen, passt auch soweit. Dann haben wir Bayley gegen Banks, gegen Naomi, gegen Evans, gegen fucking Tamina. Jetzt, wo du natürlich keine Battle Royale hast, jetzt musst du natürlich die Leute, die in der Battle Royale drin gestanden werden, jetzt musst du die natürlich anders auf die Karte bekommen. Ja, jetzt hast du nämlich statt Bayley gegen Naomi, mit dem ich noch hätte leben können, jetzt hast du vor allem Lacey Evans und Tamina noch drinne, beziehungsweise Banks gegen Bayley, die eigentlich
eigentlich geplante Traumfehde für WrestleMania fällt komplett flach. Ist auch. Wobei, wahrscheinlich eh besser, wenn es Bayley gegen Sasha Banks um den Titel gibt, sollte es wieder Crowd-Shows oder mit Crowd behafteten Shows geben. Aber es ist ein Fatal 5-Way-Match mit Evans und Tamina. Tamina, Leute! Dana Brooke wäre auch dabei gewesen. Es wäre eigentlich eine Six-Pack-Challenge gewesen, aber auch Dana Brooke ist ja auf Verdacht vor Corona oder wegen Unwohlsein ist sie zu Hause geblieben bei den Tapings. Rollins gegen Owens. Okay, bleibt auch dabei, so wie es ist. Dann haben wir eines der most random Matches ever. Wir haben Morrison gegen einen Uso, gegen einen New Day Member. Wahrscheinlich in einem Triple Threat Match. Weil Miz krank war. Oder ist. Und auch dieses Match bewirbt man noch 1:1 so Social Media. Und natürlich kann man jetzt sagen, hey, am Freitag gibt es ja noch eine Show. Da kann man ja auch das geplante Goldberg gegen Reigns Match hier storyline-technisch noch umschreiben. Das ist absoluter Bullshit. Du bewirbst ein Produkt, für das man zahlen muss. Eine Woche oder am Freitag dann, einen Tag vor Ausstrahlung, immer noch mit einem der meist gesehenen Matches. Goldberg gegen Reigns. Natürlich nicht für uns jetzt Most Wanted, aber für viele andere vielleicht schon. Du bewirbst immer noch dieses Match. Obwohl viele, viele Reporter, Journalisten, Reigns auf Instagram selbst bereits gesagt haben, dass dieses Match nicht stattfindet. Und die WWE bewirbt es trotzdem noch. Das ist beinhartes ins Gesicht Lügerei. Und ich finde das sowas von frech von der WWE, dass man das so macht. Natürlich ist das mit dem Triple Threat Ladder Match auch Geschichte. Wie gesagt, Miz war krank, Miz kommt gar nicht. Beziehungsweise war Miz ja erst, wie viele schon gehört haben, der Grund, warum Reigns überhaupt zu Hause geblieben ist, weil eben ein erkrankter Miz bei den Tapings da war. Die Usos sind zu Recht sauer auf den Miz, denn das musste in diesen Zeiten echt nicht sein. Ne? Weil Risiko ist Risiko, auch wenn das Risiko nur 1% ist, das Risiko ist da. Und jedes Risiko, was einen Roman Reigns dazu irgendwie veranlassen könnte, zu Hause bleiben zu müssen, ist natürlich scheiße. Ja? Sowohl für das ganze Event, noch mehr als es jetzt schon ist. Und am meisten, wie gesagt, fuckt mich einfach ab, dass die WWE uns da beinahe ins Gesicht lügt, wenn wirklich schon jede Quelle davon berichtet, zumal Roman Reigns eben sogar noch selbst. Klar kann man da am Freitag, weil es schon getaped ist, noch was umdrehen. Aber ich bin gespannt, wie es die WWE jetzt schafft, dass man sagt, okay, Braun Strowman, du bist jetzt im Title Match. Vor allem, warum hat Braun Strowman dieses Match überhaupt verdient? Der hat den IC-Title verloren. Er ist quasi, wenn überhaupt noch Midcard-Status. Und jetzt hat er auf einmal ein Universal-Title-Match. Vielleicht macht man Number One Contenders Match bei SmackDown zwischen ihm, Jeff Hardy, wen hast du noch dort so drinnen in dem Bereich? Ich habe keine Ahnung. Also das ist richtige Frechheit, meiner Meinung nach. So, nach diesem ultimativen Random Freeway SmackDown Match zwischen den Tag Title Holder Morrison und einem Uso und einem New Day Member, kommen wir zum nächsten Random Match. Street Profits gegen Gaza und Andrade. Ah, Moment, warte mal. Austin Theory. Macht natürlich Sinn. Boah. Also, da kann der Mexican 4-Way eh schon nicht stattfinden, weil Rey Mysterio anscheinend auch in Quarantäne ist. Verständlich, ne? Und dann ist Andrade auch zu Hause geblieben. Ich sag's mal so, man hat das von der WWE-Seite mit einer Rippenverletzung kundgetan oder begründet. Bullshit. Und jetzt macht man ein Raw Tag Team Title Match draus zwischen Street Profits, Angel Garza und Austin Theory? Und ja, ich habe Raw gesehen. Trotzdem ist das ultimativ random. Packst du halt Street Profits gegen Viking Raiders? Ist das zehnmal besser? Wir sind nicht mehr auf der Card. Aber Hauptsache Austin Theory. Ich habe, by the way, nichts gegen Austin Theory. Ist ein klasse Wrestler, 22 Jahre, absolutes Naturtalent. Aber er passt halt null rein. Null rein. Dann haben wir King Corbin gegen Elias. King Corbin gegen Elias. Das ist so der ultimative Resident Sleeper der gesamten WrestleMania Card. Holy shit, ist das boring. Also, boy, bei der. Und dann haben wir noch Otis gegen Ziggler, Singles Match.
klar, das passt zur Fehde und ich verstehe, warum dieses Match stattfindet. Und ich freue mich auch irgendwo für Otis und für Ziggler, dass sie beide ein Singles-Title-Match für WrestleMania haben. Es ist so dieser kleine positive Takeaway der Matchcard oder der Match-Ansetzung. Auch für Ziggler freut es mich, der halt, man hört staunen, noch nie ein WrestleMania-Singles-Match gehabt hat, sondern meistens irgendwelche random Tag-Team-Matches oder Ladder-Matches gesteckt wurde. Und da haben wir noch Aleister Black gegen Bobby Lashley. Wo man gehört hat, dass das Match auch nicht stattfinden soll, weil Bobby Lashley anscheinend auch ferngeblieben ist. Vom letzten Taping. Beziehungsweise dann von Mania selbst. Selbiges gilt vom Women's Tag Team Title Match. Da ist auch noch nicht fix, ob dieses Match stattfindet, weil man da auch durchsickern hat lassen, eventuell ist Asuka auch in Quarantäne. Also diese gesamte Matchcard ist sowas von ultimativ random geworden. Nicht nur wegen Corona, auch jetzt durch andere Umstände. Und ich habe da einfach überhaupt keine Lust mehr drauf. Oder kaum mehr. Positiv, das muss man jetzt einfach mal abseits der gesamten Kritik einfach mal sagen, die Promos von den Hauptfäden, die wirken noch viel glaubhafter, besser, intensiver ohne Crowd. Das muss man jetzt einfach mal so festhalten, scheißegal, ob es jetzt Randy Orton oder Edge Promo war oder eine Paul Heyman Promo oder was ist, oder Rollins und Owens zum Beispiel hatten auch ein geiles Promo-Duell. Das war echt gut. Das hat mir echt gut gefallen auch. Diese Promos dann im Laufe einer normalen Road to WrestleMania mit Fans, auch wenn die Promos da vielleicht nicht ganz so stark rübergebracht worden wären. Holy fuck. Ihr hättet mich auf viele, viele Matches gehypt. Aber ich weiß halt echt jetzt nicht mehr, ob ich mich in irgendeiner Art und Weise darauf freuen soll. Wie seht ihr das Ganze? Sehe ich das wieder mal zu kritisch? Oder ist bei euch der Hype-Train auch komplett weg? Beziehungsweise hat man das eurer Meinung nach gut umgesetzt im Verhältnis noch für den ganzen Corona-Schmarrn, der halt da so umhergeht? Oder sagt ihr, boah, nee, also da ist alles abgefahren. Das einzig Positive noch, es gibt jetzt Bryan gegen Sami Zayn um den IC-Title in einem Singles-Match. Ja. Was auch irgendwo einen bitteren Beigeschmack hat, weil es nicht vor einer Crowd stattfindet. Denn das Match in einem Opener bei einer absolut hotten WrestleMania-Crowd, Showstealer. Könnte es jetzt natürlich immer noch sein. Aber was bei den Promos gut getan hat, nämlich die Abwesenheit der Fans, der Crowd, hat man auch bei den Wochenshows gesehen, ist eine nicht existierende Crowd eigentlich ein Killer, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Killer für jedes Wrestling-Match. Gerade WrestleMania. WrestleMania-Matches leben von einer guten Crowd. Auch für einen WrestleMania-Moment. Und klar, macht man jetzt aus den Umständen vielleicht jetzt gar nicht mal das Schlechteste draus. Die Frage ist natürlich auch hier wieder, musste man es überhaupt jetzt schon machen? Was man so gehört hat, Vince McMahon war der Einzige, der darauf plädiert hat, zu sagen, wir ziehen den Scheiß durch. Sämtliche Worker, andere Leute, die Backstage arbeiten, Triple H auch, alle waren dafür, das mindestens zu verschieben, wenn nicht gar komplett abzusagen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber was machst du denn mit der aktuellen Storylines? Die musst du ja weiterlaufen lassen. Schadensbegrenzung wäre, nach Mania einen Cut zu machen. Zu sagen, okay, nach Mania, die Storys sind beendet, wir machen Cut, wir zeigen ab dann Pay-Per-View-Matches on Raw, wie man es jetzt schon gezeigt hat, oder man zeigt ältere Ausgaben, Vintage-Best-of-Ausgaben, whatever, macht was ihr wollt, da könnt ihr sicher was Gutes rausfiltern aus den letzten 20 Jahren von Raw und 15 Jahren von SmackDown oder 30 Jahren Raw, whatever, ist scheißegal jetzt. 25 Raw, genau, und 20, glaube ich, SmackDown oder 15 Jahre, egal, irgend sowas in die Richtung, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Idealfall wäre natürlich gewesen, und das ist jetzt natürlich nur mein Fan-Denken, legt die Storylines auf Eis, scheißegal, ob es 3 Wochen vor Mania jetzt war, legt die Storylines auf Eis, füllt das eben mit Best-of-Ausgaben oder anderem Stuff, macht was ihr wollt, und führt die ganzen Storylines dann weiter, wenn man wieder kann, wenn man wieder Zuschauerhalle lassen darf, wenn man wirklich eine richtige WrestleMania veranstalten kann. Und wir sterben da einfach drum. Es ist nicht meine WrestleMania. Hashtag not my WrestleMania. Habe ich auch auf Twitter schon geschrieben.
Die können dann noch so viel WrestleMania draufschreiben. Und noch so viel schreiben, too big for just one night. Nein. Ich bin nicht gehypt, Leute. Ich habe jetzt die letzten Tage immer noch zugewartet und gehofft, hey, vielleicht legen sich die Worker quer bei den Tapings und sagen, oder viele Wrestler sagen, wir wollen das nicht. Ihr könnt uns mal. Wir wollen selber, dass wir bei einer vollen Crowd wrestlen. Aber Vince hat anscheinend das letzte Wort, hat den letzten Drücker und will das durchziehen. Also ziemlich einziger. Ich möchte jetzt hier nicht den CM Punk zitieren, aber ihr wisst, denke ich mal, was für ein Zitat gemeint ist. Das war eine sehr, sehr ernüchternde Preview zu WrestleMania. Wie gesagt, gehe ich zu hart ins Gericht oder ist bei euch der Hype, wenn er mal da war, auch komplett weg und sagt auch, hey, was soll der Schmarrn? Warum bewirbt ihr überhaupt so noch Matches, die gar nicht stattfinden? Oder sehe ich das auch zu kritisch? Denkt ihr, ach, sollen die halt mit der Storyline das so machen? In dem Sinne noch, wie gesagt, eine schöne restliche Woche. Ein vielleicht trotzdem hoffentlich schönes WrestleMania-Wochenende. Wie gesagt, es wird Watch Together geben im Stream, sowohl Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag. Wie gesagt, wenn ich es mir schon anschaue, aus eher mehr ja, journalistischen Gründen als Wrestling-Fan-Gründen, dann möchte ich das gemeinsam mit euch machen. Denn geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Und ja, danke für jede Bewertung, für jeden Kommentar, für jedes Feedback auch zum Thema auf diesem Video. Und wir sehen uns dann heute ab 20 Uhr mit dem ersten Stream wieder. Und dasselbe dann eben Donnerstag und Freitag, Samstag 16 Uhr, Sonntag 20 Uhr, beiden WrestleMania-Tagen mit Watch Together. Dann gucken wir gemeinsam WrestleMania und wir gucken mal, was dabei rumkommt und wie weird es sein wird, sich so eine Show, die sich WrestleMania nennt, aber in Wirklichkeit keine WrestleMania ist, sich anzuschauen. Macht's gut, haut rein, schönen Tag noch. Ciao.